Hey Leute, was wieder wollt und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Heute habe ich hier ein riesen Mix-Fußball-Unboxing am Start, Leute. Wirklich alles am Stüssel, was es derzeit gibt hier von Panini. Dann Matchdecks hier vorne, Sticker, FIFA 35, also wirklich alles am Start. Und ich öffne es immer. Erst die Serie, dann die Serie, dann die Serie, dann die Serie. Und ich starte mit der Tops Matchdecks Bundesliga-Serie. Let's go! Ich öffne auch direkt. Könnt ihr nicht reinschreiben in die Kommentare, ich schnack so lange. Sondern ich starte hier direkt mit dem ersten Pack, Leute. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Und wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Marcel Risse vom 1. FC Köln. Marcel Risse von Köln. Dann haben wir Marco Friedl von Werder Bremen. Daniel Kofi Kehre von Wiesbaden. Vom FC Bayern haben wir Niklas Süle und dann noch die Starspielerkarte vom VfL Wolfsburg. Jérôme Roussillon, französischer Außenverteidiger. Panini Premier League. Hole ich direkt mal zwei hier nach vorn. Panini Premier League und wir starten mit Calvert-Lewin, Elite-Spieler von Everton. Dann Heuberg, der hat ja auch mal bei den Bayern gespielt, von Southampton. Capoue von Watford. Ward-Prowse von Southampton, Max Meyer, die Legende von Crystal Palace, Albrighton von Leicester. Insgesamt habe ich, glaube ich, fast von jeder Serie 5 Päckchen, also wir haben hier ordentlich was zu rupfen heute. Dunk und Duffy, Powerpaar, dann haben wir Hero-Karte Shelvey von Newcastle, Pascal Groß, Howie Hain von Aston Villa, Fabinho und Bernard von Everton. So, dann habe ich hier die, ich sortiere mal, FIFA 365, Gianluigi Buffon, wieder, oh, direkt zwei Powerkarten hier und Karim Benzema, Paredes, Mondi, Armani und Luan. Nächstes, Schalke-Logo, Bernardo Silva, aua, Fabinho, Kandreva und Barbosa. Wir hatten noch gerade Fabinho bei der Premier League, oder? Wie war der da? Ah, fast identisch. 80, obwohl. Hier hat er 80 Defensive. In der FIFA 365 hat er 73 Defensive. 70 Angriff, 79 Angriff. Also bei der Premier League ist er so mehr der Allrounder als in der FIFA 365 Serie. Ja, Leute, Premium Serien habe ich auch hier. Die Premier League Premium Serie. Die Premier League Premium Serie und wir starten mit der limitierten Auflage von Hugo Lloris. Sadio Mané, geile Powerkarte, Dine und Gray, Goalkeeper. Rui Patricio, schade, es hätte auch so eine Golden Ballers Karte sein, also so eine Top Master Karte sein können. Dank, Bernardo, Jota, Ki Sung Jung, John Fleck und Gabriel Jesus. Nächste Premium-Serie. FIFA 365 Premium. Man muss auch einfach sagen, ne? Ich finde das Limit-Design von der Premier League jetzt nicht schlecht. Aber das Limit-Premium-Design von der FIFA 365 ist unschlagbar, ne? Die sieht so heftig aus. Und gerade noch Marco Reus hier. Oh shit, Mann. Aber sehe ich ja hier nicht zum ersten Mal. Martin van Dijk Gomez. Rashford Basie. Asamoah Basie, Dembele Basie, nicht Basie von Angelino aus Man City. Dann haben wir noch das Bayern-Logo. Douglas Costa, Pjanic und Diego Barbosa von Palmeiras. Dann haben wir die FIFA 365 Sticker. Und das ist auch die letzte Serie, aber ich habe natürlich doch von allen Serien trotzdem nochmal 2-3 Packs. Also das war noch nicht das Ende hier. Pinola und Martinez Quarta, Ali Yakubi und Shamam, Chirikis und Mario Rui, Jan Oblak, Hermose und Toni, du bist Gold wert mit seinem Real Madrid Partner, mit dem königlichen Partner Marco Asensio. Zweites Pack, das fällt mir direkt aus den Händen hier. Was haben wir jetzt hier? Rodrigo Lindoso, Sara Fiore, Vecino Barella, Nelson Semedo und Wagui, Urigi Firmino und Mohamed Salah mit Sadio Mané. Das ist ein richtig epischer Sticker hier, ne? Salah und Mané auf einem Sticker. Sehr, sehr geil.
So, zwei Panini Premier League AXL Serien. Booster habe ich noch. Die normalen Packs. Gamebreaker von James Milner. Und Topkeeper von Ederson. Also das war mal ein cooles Pack mit den Powerkarten. Nevis, Hux, Pedro und Matt Ryan. Dann geht's weiter mit Trent Alexander-Arnold von Liverpool. Milivojevic, jetzt habe ich es geschafft, Leute. Sonst hatte ich immer bei diesem Spieler, hatte ich jedes Mal falsch ausgesprochen, aber heute hat es beim ersten Mal geklappt. Ha! Neil Taylor, Ben Davis, John Egan und Fabian Scheer. FIFA 365, die normalen Packs. Haben wir Daniel James, Toni Kroos als Basie hier auch am Start, Rashford, Asamoah, Arthur und Gareth Bale. Also das war ein richtig heftiges Pack, ne? Also überdurchschnittlich, sagen wir es so. Mit Toni Kroos, mit Rashford, mit Arthur, mit Bale. Ja, war schon ordentlich. Das war schon ordentlich. Letztes Pack von der FIFA 365 normalen Serie. Azpili, William Carvalho, Phil Jones, Dries Mertens, Marco Asensio und Julian Draxler. Da steht jetzt in den Medien Julian Draxler zu Hertha. Also ich würde es nicht schlecht finden. Julian Draxler würde den Kader und würde Hertha auf jeden Fall weiterhelfen. Julian Draxler. Ich glaube auch, Julian Draxler ist einer, klar, der verdient bei Paris sehr, sehr viel. Bei Hertha würde er weniger verdienen. Aber bei Paris spielt er halt auch nicht. Ne? Klar, wieso sollte er jetzt wechseln, wenn er weniger verdient? Kann man sich, das ist eine logische Denkweise. Aber so viel wie Julian Draxler verdient, also bei Hertha würde er auch jetzt nicht hungern, sagen wir es mal so. Also ich würde es gut finden. Fakt, Punkt, fertig, aus. Apropos Bundesliga, zack, zack, Matchtags. Noch zwei Packs am Start und hier die nächste Matchwinner-Karte. Oh. Oh, Serge Gnabry. Richtig geil. Von den Bayern Serge Gnabry, 95er Angriffswert. Sehr, sehr coole Karte. Harit, der wird safe nächstes Jahr auch vielleicht sogar eine Club 100 Karte haben, wenn es so weitergeht mit Harit, Artig und Kunjan. Er hat ja verlängert. Der Harit bei den Schalkern. Gundorf, Sobotka, Bötzius, Timo Horn und Kevin Volland von Leverkusen. Okay, so viele Päckchen haben wir nicht mehr. Insgesamt noch vier. Zweimal die Sticker-Packs noch und dann beide Premium-Serien noch. Schauen wir mal, was wir hier noch so bekommen werden. Hier haben wir einmal The Best Sticker, also diese drei The Best Sticker, The Best mit dem Schriftzug und dann noch FIFA Football Awards 2019. Dann haben wir so ein Dreier goldener Sticker mit Koulibaly, Bangweed und Amine Meskini. Zwei von Ajax, nämlich Piri und Schurs. Jose Callejon und Lorenzo Insigne und zu guter Letzt Living Football von den Blues von Chelsea mit Olivier Giroud. So, Layun und Galado von Montpellier oder wie der Verein heißt. Antonio Rüdiger und Emerson. Von den Bayern haben wir dann Joshua Kimmich, Thiago Alcantara und Leon Goretzka. Mats Hummels, der hat natürlich bekanntlich die Haare schön. Und Hakka Hakimi noch am Start. Raman und Matondo, auch beides sehr gute Spieler bei den Königlichen. Gerade Raman, der geht ja immer ab wie Schmitz Katze. Das war ein guter Transfer, den die da geholt haben auf Gelsenkirchen. Auf Schalke in Gelsenkirchen, so rum. Das eben war falsch gesagt. Ich hatte eben gesagt, was hatte ich gesagt? Auf Gelsenkirchen, das ist ja falsch. Es ist in Gelsenkirchen, auf Schalke. So, Antonio Carlos. Dann haben wir Inter Mailand Logo. Fernandinho. Guido Burgstaller. Tilo Kehrer. Auch ein Deutscher, aber der spielt, glaube ich, häufiger als Julian Draxler. Roberto und Alba. Dann hier die limitierte Auflage. Wieder ein Todesdesign. Ne? Premium Limited Edition von David De Gea. Weston McKennie, Pinola und Lucas Vasquez. Vasquez. Letztes Pack für heute, Leute. Letztes Pack für die heutige, fürs heutige Mix Fußball Riesen Unboxing. Hau mal rein, let's go. Letztes Pack und da haben wir nochmal von Burnley Onel Hernandez als Limi. Dann Dele Alli von Tottenham Hotspurs. Oh, Triple Tweet ebenfalls von Tottenham. Dann haben wir hier, das ist doch dieser Wings, Alli und Sissoko nicht, sondern Ndombele. War das richtig?
Und dann noch die letzte Powerkarte, Richarlison, Hero-Karte von Everton. Maddison von Leicester, Otto von Wolverhampton, Capoue von Watford, Eric Dier von Tottenham, Antonio von West Ham und dann noch vom FC Liverpool, der Abwehrchef oder einer der Abwehrchefs, Dejan Lovren. Okay, der Abwehrchef ist natürlich Virgil van Dijk, ist ja klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Unboxing, beim nächsten Dwarf Challenge, beim nächsten Orakel oder sonst wo. Haut rein und tschüssi!